Meine Geschwister im Islam, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sei auf dem Propheten Muhammad alaihi salatu wasalam, auf seine Gefährten, seine Familie und jene, die ihn folgen werden, bis zum Tag der Abrechnung. Geschwister im Glauben, ich habe mir am Anfang der Freitagsrede viele Gedanken gemacht, über was ich reden soll oder was ich den Leuten sagen soll, da wir uns auch kurz halten mussten aus Grund des Wetters und der Kälte, die wir spüren. Und man hat gedacht, sollte man reden über die neuesten Ereignisse der Bürgerinitiative, dass sie sich vor dem Tierpark stellen, um Leute zu gewinnen. Ich meine, meinerseits haben die sowieso den Platz gefunden, wo sie hingehören. Oder sollte man reden über den Stern-TV, die letzte Ausgabe, die sie gemacht haben, und wo sie uns die heiligen Schriften erklären möchten, nicht aus theologischer Sicht. Ja, sie möchten die heiligen Schriften erklären und mit dem Koran anfangen. Und ganz groß drauf steht, wenn man das aufschlägt, warum Menschen immer noch deswegen töten. Und ganz klein im Stern-TV steht, dass man mittlerweile in Amerika bei einem Gebrauchtwagenkauf einen Gutschein bekommt für einen Kalaschnikow. Ja, oder bei einem Konto, wenn man ein Konto schließt, eine Pappgun. Ganz klein, aber andere Dinge ganz groß dargestehen. Oder sollte man über den unverschämten Bericht der Rheinischen Post reden, was sie bei uns wieder geschrieben oder über Muslime geschrieben haben, weil sie das schön allgemein geschrieben haben, aber bestimmte Bilder genommen haben von Brüdern, um das in Verbindung zu bringen. Aber Alhamdulillah, ich habe mir gedacht, diesen schönen Tag von dieser Woche, Yom al-Jumu'ah, darf man nicht beschmutzen mit solchen Sachen. Weil wahrlich diese Taten schmutzvoll sind und schmutzig sind. Nun rede ich, liebe Geschwister, über einen heiligen Ort und einen heiligen Monat. In dieser zwei Teile der Khutba, über einen heiligen Ort und über einen heiligen Monat. Man kann in viele Orte reisen und auf viele Art und Weisen hinreisen. Und viele Leute nehmen sich Anstrengungen, um gewisse Orte zu besuchen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala hat einen Ort, liebe Geschwister, uns verpflichtet, dahin zu pilgern, der wahrlich heilig ist. Und das ist der Ort in Mekka, die Kaaba, liebe Geschwister, die wir besuchen. Den Ort, den wir dort besuchen, Al-Mekka, und diese Rituale, die wir dort verrichten. Dem Darul Tawhid, liebe Geschwister, dem Zentrum von Tawhid. Al-Mekka, liebe Geschwister, ist nicht beschmückt mit Wälder und Früchte und Bäume und Flüsse und Seen und Meere. Und Sachen, wo die Augen, wenn sie da hinschauen, wie zum Beispiel die Amazonen, sich die Augen vergessen und sagen, schau dir diese Landschaften an. Nein, Mekka ist nicht damit beschmückt, wie ein Scheich zu uns sagte, um die Weisheit dahinter zu verstehen, warum es nicht so ist. Es ist bergig und steinig und viel Sand, wo das Auge nicht lange hinschaut. Und dies aus dem Grund, liebe Geschwister, gemacht, dass wenn die Leute dorthin pilgern, eine Sache aussprechen. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Vor dir stehe ich, oh Allah, vor dir stehe ich. Dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gedenken, dass sie einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, dass sie zu ihm beten, die Rituale verrichten. Darum ist das auch das Zentrum des Tawhid. Darum ist auch Mekka nicht beschmückt, liebe Geschwister, die Weisheit dahinter, mit Landschaften. Aber trotzdem ist dieser Ort eine Verpflichtung für jeden Muslim, ihn zu besuchen und dorthin zu pilgern. Warum? Um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Um überdeckt zu werden mit Ibadah. Um überdeckt zu werden mit dem besten Wort. Unsere Salaf, liebe Geschwister, sagten, Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Dinge seiner Schöpfung besonders erwählt. Bestimmte Dinge hat er besonders erwählt. Er hat unter den Engeln und unter den Menschen Botschafter erwählt. Von allem Gesagtem, was man sagt, hat er das Gedenken an Allah, an ihm auserwählt, den Dhikr. Er erwählte von der Erde die Moscheen, von den Monaten den Monat Ramadan und den heiligen Monaten von den Tagen den Freitag und von den Nächten die Nacht der Bestimmung Laylatul Qadr. Und so würdigt, sagt den Salaf, so würdigt, was Allah uns zu würdigen befohlen hat. Menschen mit Verstand und Weisheit würdigen, was Allah uns zu bewundern befohlen hat. Und andere der Salaf sagen, Zeiten und Orte können auf zweierlei Arten bevorzugten Rang haben bezüglich der Welt und der Religion.
Bezüglich der Religion ist es so, dass Allah uns eine Großzügigkeit zukommen lässt, indem er uns für gute Taten eine besondere große Belohnung zukommen lässt, wie zum Beispiel die Belohnung im Monat von Ramadan bezüglich den anderen Monaten. Und genauso das Fasten zum Beispiel am Yawm al-Ashura, dessen Wert Allah subhanahu wa ta'ala großen Wert gegeben hat und Großzügigkeit. Ihr seht, liebe Geschwister, Allah hat Orte und Situationen auserwählt, um Belohnung zu geben. Und im Hajj, die Pilgerfahrt, der Lohn der Pilgerfahrt ist, liebe Geschwister, das Paradies von einer angenommenen Pilgerfahrt, die verrichtet worden, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Und Alhamdulillah, wir haben in dieser Reise, liebe Geschwister, viele Erfahrungen und viele Erlebnisse gemacht. Wir haben unsere eigene Seele erzogen, weil diese Pilgerfahrt ist auch eine Erziehung deiner Seele. Das Ablassen von vielen Dingen in den Tagen von Mina, im Marsch zum Arafah, in den Tag wieder zurück zum Muzdalifah, die Nacht in Muzdalifah, die man dort übernachtet, draußen im Sand schläft man. Ja, vielleicht auf einem Hügel oder da, wo viele Menschen liegen. Und dann am nächsten Tag zum Mina zurück, dann zum Jamarat, dann Tawaf Ifada, der Sa'i, den man macht, dann wieder zurück, dann jeden Tag zum Jamarat, von den Tagen von Tashrik, was man macht. Sind Anstrengungen für sich selbst. Jeder erkennt seine Grenzen. So wie ein Bruder mir in Medina sagte, ich habe an diesem Hajj, dieser Pilgerfahrt, meine Grenzen erkannt. Weil viele Brüder, mashallah, wenn sie beim 10. Tee sind und beim 5. Keks, wenn sie reden, geben sie große Sprüche, reden sie von großen Dingen, von großen Ibadat. Aber wenn sie dessen Sachen ausgesetzt sind, wie die Pilgerfahrt, die eine Anstrengung der Frauen ist, und wenn sie 8 Kilometer marschieren von Mina zum Arafah und eine Nacht schlafen in Muzdalifah und die 3 Tage verbringen in Mina und das Essen immer dasselbe ist und die Schlafmöglichkeit nicht gemütlich ist, kommen sie an ihren Grenzen. Die Nerven werden gespannt. Schwer, diese Ibadah auszuhalten. Alhamdulillah, liebe Geschwister, für uns war das eine Erziehung an sich selbst, diese Erziehung der Seele. Und wir haben auch in dieser Pilgerfahrt, in dieser Reise, in diesem heiligen Ort viele gute Menschen kennengelernt, die man ins Herz geschlossen hat. Alhamdulillah, Allah hat uns mit guten Menschen zusammengebracht. Und man hat wiederum gemerkt, wie wichtig Menschen um einen sind, wenn man weit von denen sind. Und das habe ich den Leuten gesagt. In jeder Reise erfährt man, wie wichtig Menschen um einen sind, die nah in seinem Leben sind, mit den Menschen, mit denen man lebt, das Leben teilt. Ob es Ehefrau, Kinder, Brüder, Schwestern, für die Schwestern, spielt keine Rolle. Man merkt, wie wichtig Menschen sind. Und jetzt wieder hier merkt man, wie wichtig der Ort war, wo man war. Weil er jetzt 5000 Kilometer entfernt ist. Jetzt ist die Kaaba nicht ein Taxifahrt oder ein paar Schritte. Es ist weit weg. Die 100.000-fache Belohnung ist weit weg. Aber Alhamdulillah, liebe Geschwister, das ist das Wichtige, dass man von jeder Reise einen Nutzen nimmt. Von jeder Reise, die man begeht, einen Nutzen, eine Erfahrung, ein Erlebnis macht. Und die Reise, wie gesagt, liebe Geschwister, die wir gemacht haben, war zu einem heiligen Ort, bestimmt von Allah subhanahu wa ta'ala, und verpflichtet, dass jeder dahin pilgert. Und deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere guten Taten akzeptieren. Nun, liebe Geschwister, ich habe gesagt, wir sprechen um einen heiligen Ort, und das war Mekka, und wir sprechen über einen heiligen Monat, der uns bevorsteht. Und wir haben öfters gesagt, es ist wichtig, Dinge zu erfahren, bevor sie ankommen, da man sich dafür vorbereitet. Allah subhanahu wa ta'ala hat heilige Monate in seinem Buch erwähnt, in dem Koran. So sagt Allah in Surah 9, Vers 36, die Anzahl der Monate bei Allah beträgt 12 Monate. Nach der Bestimmung Allahs sei an dem Tag, als er die Himmel und die Erde erschuf. Davon sind 4 geheiligt, unverletzlich. Dies ist das rechte Gesetz. Darum tut euch darin nicht selbst Unrecht. Liebe Geschwister, zu diesen Monaten, liebe Geschwister, gehört Al-Muharram, der erste Monat von den islamischen Kalendern. Und dieser Monat ist heilig bei Allah. Und Allah sagt in dieser Aya am Ende, ziemlich am Ende, darum tut euch darin nicht selbst Unrecht. Diese Aussage sagen, liebe Geschwister, wie Ibn Abbas und andere Salaf, dies bedeutet, dass das Sündigen in diesem Monat noch schlimmer ist als in anderen Monaten. Das Falsche, die falschen Taten in diesem Monat zu begehen, ist noch viel schlimmer, als wenn man ihn in anderen Monaten begeht. Im Monat von Muharram, der uns, ich glaube, 6. oder 7. Dezember musste anfangen. Und liebe Geschwister, das Gegenteil bedeutet für uns, dass die Belohnung in diesem Monat viel höher ist.
So sagte, wie gesagt, Ibn Abbas sagte, dieser Satz, Allahs gelte für jeden Monat, aber diese 4 Monate wurden besonders hervorgehoben und geheiligt, sodass Sünden in diesen Monaten besonders schwer wiegen, während gute Taten größere Belohnung bringen. Wer sagt das, Ibn Abbas? Schaut mal, liebe Geschwister, dieser Monat ist sehr wichtig. Und in diesem Monat ist Yawm al-Ashura. Der 10. Muharram ist dieser Tag von Ashura, liebe Geschwister. Und an den Tag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr stark gestrebt zu fasten. Und er hat uns auch, liebe Geschwister, mitgegeben, dass wir an den Tag fasten sollen. Weil der Lohn dafür ist, dass wieder gut gemacht wird, was man an Sünden gemacht hat davor. An kleinen Sünden, wie die Gelehrten erklären, dass kleine Sünden ausgelöscht werden. Und das ist sein Ziel, liebe Geschwister. Der Mond, dieser Tag bringt die Sünden davor. Yawm al-Arafah, ein Jahr davor und ein Jahr danach. Allah subhanahu wa ta'ala Tage bestimmt und Monate und Zeiten bestimmt, die heilig sind und große Belohnung mit sich bringen. Nun, liebe Geschwister, ist der Monat Muharram ein Monat von den 4 heiligen Monaten, wo man viel Belohnung kriegen kann, wo man viel Belohnung machen kann. Und wenn man an diesem Monat sündigt, die Sünden vielleicht bei Allah viel höher gelten können. Deswegen sage ich euch, wir müssen das vorher erfahren. Nicht, dass der Monat zu Ende ist und danach erfährt man, und man hat den Monat vielleicht in Sünde verbracht. Man hat an dem Monat Yawm al-Ashura an sich vorbeigehen lassen, hat man nicht an den Tag gefastet. Und an dem Tag ist nur wichtig zu fasten. Oder von der Beliebtheit unserer Propheten und der Gefährten ist nur das Fasten. Nicht schmücken, sich selber irgendwie an dem Tag bestimmt Russul machen und die Frauen, dass sie sich schmücken und irgendwas anderes machen. Weil dies haben die Juden und die Christen gemacht damals. Sie haben den Tag so besonders gefeiert. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nicht feiert diesen Tag. Er hat gesagt, wir sollen an den Tag fasten. Und am den Tag war früher Fasten, vor Ramadan war verpflichtet. Dann ist der Monat Ramadan und das war die 3. Etappe des Fastens. Und die Leute haben angefangen, im Monat Ramadan verpflichtend zu fasten. An den Tag ist jetzt beliebt zu fasten und die Belohnung ist groß. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat an den Tag gefastet, liebe Geschwister. Und wie gesagt, wichtig ist, dass wir diese Belohnung mitnehmen, weil das ein heiliger Monat ist und viele Taten an den Tag verrichten. Das Verbreiten des Salam, das Beschenken, das ein Geschenk einem Bruder machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht jetzt, dass man sagt, absichtlich diesen Monat oder absichtlich von Yawm al-Ashura oder egal. Hauptsache, man begeht gute Taten. Hauptsache, man begeht gute Taten, denn die Belohnung kann höher ziehen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben öfters gesagt, es gibt Zeiten, wo die Ibadah bei Allah angenommen ist. Höher angenommen wird, höher angerechnet wird. Und dies sind, liebe Geschwister, Zeiten. Haben wir nicht geschafft zu pilgern? Bist du nicht bei der Pilgerfahrt dabei gewesen? Konntest du nicht 100.000-fachen Lohn holen in Kaaba? Oder 1.000-fachen Lohn in Medina? Dann ach, nutze den Monat, der dir bevorsteht. Von Muharram und Fadail sind viele. Nun die Zeit, liebe Geschwister, und wie gesagt, die Kälte lässt nicht zu, dass wir alles erzählen und die Khutba lang machen. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, für euch, und für mich und für uns alle Muslimin, dass wir solche Leute, solche Situationen, solche Zeiten ausnutzen. Ausnutzen, damit wir den Lohn. Und Alhamdulillah, wir werden geprüft obendrauf. Wir werden noch geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und jegliche Anstrengung werden wir am Yawm al-Qiyamah sehen. Jegliche Anstrengung. Mit Sicherheit, mit hundertprozentiger Sicherheit. Da gibt es nichts dran zu zweifeln. Und deswegen, liebe Geschwister, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Monat viele Taten machen lassen, viele Taten vollbringen, gute Taten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und uns Sünden fernlassen, liebe Geschwister. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Situation erleichtern. Und möge Allah ta'ala uns Geduld geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Paradies geben, uns und allen Muslimen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslime und alle Muslime vergeben auf dieser Erde und ihre gute Taten akzeptieren. Naqimus Salah. Allah.